Ich verstehe es. Wie geht's dir, Kevin? Nicht so gut, gerade. Warum? Weil ich hier bin. Okay. Wie kann ich dir helfen? Ich soll ein Haus bewerten? Bin ich dabei? Ja, komm rein. Okay. Es ist ja noch nicht ganz fertig hier, ne, oben, aber ich habe schon unten... Warte mal, das ist doch... jetzt weiß ich, Kevin, ich weiß warum. Danke, ich komme sofort, ich freue mich. Ich habe alle Elytras, die ich jetzt hatte, Early Boy schon gegeben. Was? Der hat die alle abgekauft. Hey, du hast doch gesagt, du farmst mir jetzt mit, das hast du mir versprochen gestern. Ja, aber Early Boy hat bezahlt. Oh, Kevin, das hast du nicht wirklich gemacht. Der hat mir 20 Dias pro Elytra gegeben. Du weißt, Bro, wie ich hinter Diamanten her bin, Revi. Kevin, ich hätte dir 40 gegeben. Ja, bist du leider zu spät. Tut mir leid. Ja, Bro, du hast doch heute Morgen doch sogar im Stream gesagt, du farmst mir welche. Du versprichst es mir. Ja, aber Early Boy hat sie abgekauft. Was soll ich machen? Was mit meiner Elytra? Ja, hab ich auch Early Boy verkauft. Das ist gemein. Und die für Trimax? Hab ich auch Early Boy verkauft. Müsste ich die alle bei Early Boy kaufen? Early Boy ist der Elytra-Verkäufer, hat er gesagt. Der meinte, ich darf die niemanden anders farmen. Hä? Wo wohnt der? Ich bring den um. Spark, wollen wir den umbringen? Du hast richtig Bock, oder? Revi, pass auf, stopp. Revi, hier. Ja. Nimm die von mir. Hä? Nein! Das sind deine. Ist egal. Komm. Mach schnell. Ohne Bücken. Spark, danke. Danke. Oh, Ehrenspark, danke. Danke, Spark. Dafür muss Spark heute deinen Host bekommen, ne? Kriegt er eh die ganze Zeit schon. Spark, warte. Das wird gleich so unangenehm für Revi. Okay. Die Dankbarkeit, die du mir entgegenbringst, die ist ja gerade grenzenlos, ne? Ja. Eigentlich war die Lytra von G-Time, der hat sie dir zugeworfen, als du rausgelaufen bist. Nein, bitte nicht. Junge, ey, Revi, ne? Bei deinem Skin, die Haare sehen aus wie eine Mütze. Es tut mir ehrlich leid, die sehen aus wie eine Mütze. Nein, bitte nicht. Ich will das nicht, Revi. Komm, Kevin. Sag doch nicht du nein. Du bist hier, um mein Haus zu bewerten. Du hast gesagt, du machst das ordentlich, Revi. Komm. Revi, du hast gesagt, du machst das ordentlich, sonst gehe ich wieder. Danke, Kevin. Danke. Danke. Ja, kannst du jetzt meine Falltüren hier mal zulassen, die ich mit deinem Holz gemacht habe? Was? So, jetzt zeig. Jetzt. Ja, führ uns mal rum. Ja, hier ist der Eingangsbereich. Mhm. Das zweite Stockwerk oben muss ja noch gebaut werden, oder besser gesagt. Schön, ja, mit dem Wasser und sowas. Ja, genau. Das ist der Seelenbrunnen. Mhm. Ja, ein Brunnen, genau. So, dann haben wir hier den Höllenbaum. Der sollte eigentlich wie eine Flamme aussehen, aber da muss ich noch mal ein bisschen drüber gehen. Ne, der ist schön. So. Der Boden quietscht hier so, ist Linoleum, ne? Ne, das ist das Holz hier. Das Netherholz, was entrinnt ist. Du kannst das ja mit einer Axt behaken. Genau. Ah! Und was hier ist das hier? Ist der Seelenbaum. Ja, das andere war doch schon der Seelenbaum. Ne, der andere ist der Höllenbaum, das ist der Seelenbaum. Ah, okay, klar. Ja, ich verstehe. So, und hier geht's dann runter in mein eigentliches Gemach. Okay. Das hast du ja gestern schon gesehen. Warte mal ab, wenn du das jetzt siehst. Links. Ja, gut. Was soll mich hier schon erwarten? Ein paar Ketten. Eine Menge Lava. Viel Flammen. Was ist das? Das ist das in Ketten gelegte Herz. Das in Ketten gelegte Herz. Ja. Ja, ist so moderne Kunst, nehme ich an, ne? Ja, guck mal, das hat sogar ein paar Tumore dran hier, diese Schwumleits, das sind Tumore. Ja. So, und dann haben wir hier noch meinen Enchanting-Raum. Okay, Hier kommt ein Podest noch hin, hier sind auch wieder Tumore, die kommen hier überall in meine Basis. Ja, Pilzlichter halt, ne? Ja, Tumore sind das. Ja. Ich würde hier nur noch, was machen, weil guck mal, wenn jetzt hier irgendwie einer, sag ich mal, hier, das ist ja schon jetzt... Hier werden die Leute reingeworfen, die geopfert werden dem Herz, aber da kommt noch ein Geheimgang rein, ne? Unten in der Mitte, wo die Lava ist, da wird eine Hölle reinkommen noch. Da geht's noch weiter nach unten und da baue ich eine Hölle, die soll mit so fleischigen Augen an den Wänden und allem werden. Ja. Und was ist hier? Ja, hier kommt mein Lager noch rein. Ach so.
Und okay. Da hinten ist noch ein Bereich, wo dann die Farmen und so hinkommen. Ist so ein bisschen Gothic, ne? Nee, ist es nicht. So ein bisschen Gothic-mäßig hier. Nee, das ist einfach mal so ein bisschen was anderes halt, ne? Ja. Anders. Anders ist das Wort, ja. Man fühlt sich wie im Inneren eines Monsters. Ja, finde ich gut, Kevin. Das spiegelt so ein bisschen deine dunkle Seele wieder. Also muss ich keine Angst um mein Haus haben? Nein. Ich find's gut. Ich find's sehr geil. Du nimmst ein Eisen mit. Ich nehm dieses eine Eisen mit, weil ich's brauche. Alter. Hat niemand, was ist das? Alter, Elytra mit Mending und Unbreaking. Ja, hast ja gefragt. Hat jeder jetzt eine seine bekommen? Ist das gut. Ist das gut, Leute. Alter, Max hat mit Unbreaking, mit Mending bekommen sogar. Ja. Schade, Kevin. Zwei Klassengesellschaft. Ja, nein, ich wollte Chef Strobel die Option lassen, dass der mal endlich seinen krassen Mending-Villager auspacken kann. Oh, herrlich, herrlich. Ich bin wieder jetzt fly. Jetzt kann man endlich wieder gut hier rumfliegen, ne? Jetzt hat man wieder Geschwindigkeit. Hast du gerade gesagt, du bist wieder fly? Ja. So was Unangenehmes habe ich noch nie von dir gehört, Max. Nimm das bitte zurück. Immer wieder, das sage ich jeden Stream 5-mal. Boah, ist das unangenehm. Das kannst du doch nicht offen sagen. Alter, Reapers! Bitte? Du hast ja auch was gebaut. Das ist ja gar nicht so scheiße. Was? Was denn? Nimm das zurück. Dein Stuff ist gar nicht mehr so kacke. Was denn? Die Kacke? Ja. Nein, dein Haus ist nicht mehr so kacke. Ein Haus! Er macht Komplimente zu meinem Haus! Ich fass Alter! Nicht. Das darfst du nicht geben, Max! Das darfst du nicht geben! Let's go! Gewonnen! Ich hab so Craft Attack gewonnen. Trimax, bitte nicht. Scheiße, du sagst Cactus Tower. Du weißt, wie sehr mich dein Cactus Tower satisfied, ne? Ja, das ist saugeil. Boah, macht der gut was? Macht der gut Knochenmehl? Also ich finde den auch geil. Leider nicht, weil die Chunks nicht laden. Wenn da keiner ist, dann macht der nichts. Aber der macht, wenn jemand da ist, dann ist gut. Also ich finde den Cactus Tower auch saustrong. Du musst nur noch irgendwie Glas oder so drum bauen. Genau. Ja, aber ich komme ja noch gar nicht dazu, den Full, der muss ja noch viel höher. Aber ich weiß, wer vorher immer mit Quarz und hier, wie heißt es? Wie heißen diese Steine da? Ziegelsteine. Hat doch keiner sowas gebaut. So, doch, Spark hat mit diesen Ziegelsteinen gearbeitet. Du guckst einfach bei Spark die alten Häuser ab. Was? Richtig schlecht. Craft Attack 3, da habe ich unter dir gewohnt. Da ja, sau schlecht. Komm mal rein, ich zeig dir kurz. Komm rein, erzählt komm auch noch, er hat sich das ausgedacht und alles. Richtig schlecht, Junge. Du bist so lost. Ich mute dich so lost, Remy. Du bist so lost. Trimax, komm rein. Komm rein hier. Explodiert. Also, wenn dein Haus so schlecht ausleuchtet. Och nein, Max, bitte, sag mir nicht, dass du jetzt hier irgendwie wieder eine Scheiße gebaut hast. Hier ist ein Creeper an deinem Scheißeingang. Wo? Oh. Wo bist denn du? Oh mein Gott, der explodiert. Ja, oh mein Gott. Och, Digga, Max! Och, Junge, Max, warum? Nee, also ganz ehrlich, du baust ein Haus in 10 Stunden und leuchtest es nicht aus. 22 Stunden, wo ist der explodiert? Och, Junge! So verdient, Alter. Trimax, so schlecht ist doch alles. Da liegt sogar eine Fackel! Was redest du denn? Hier ist einfach ein Creeper oben drauf, das musst du echt fixen. Du hast also schon mal direkt ein bisschen Punkt Abzug, so Abzug. Du hast den Abzug, ey! Leute haben gesagt, du hast ihn explodieren lassen. Hey. Schnell, flieg weg! Lauf nicht weg! Stell dich dem Kampf! Komm zurück und bewerte das Haus anständig, du Halunke. Komm her! Nö. Komm! Doch! Alter, bist du kreativ und geil. Warum? Hast wegen du was? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, Herz? Revi? Ja, hab ich. Das ist saukrank. Der braucht Hilfe, der Junge. Und da unten kommt noch ein Geheimgang rein. Dann werde ich unten eine riesen Hölle reinbauen noch. Hast du es wirklich gesehen, Revi? Ja, der braucht Hilfe, ganz klar. Also ich finde das, ich wollte diese Staffel mal was ganz Außergewöhnliches bauen. Ja, das hast du geschafft. Sau geil. Ja, ohne Witz, wie viel hast du dafür gefarmt? Jetzt wollen wir mal drüber reden. Es geht eigentlich, also das Aushöhlen dauert immer von den ganzen Höhlen, ne? Alter. So, wir spielen Spiel, ja? Ihr müsst alle mitmachen, okay? Seid ihr ready? Wir sind ready. Das Spiel heißt, wessen Katze ist tot? So, Max, mir reicht's jetzt, Digga. Ich spreng jetzt deinen Kaktusturm. Wenn du jetzt wirklich meine Katze umgebracht hast, Max, wenn du meine Katze umgebracht hast, dann spreng ich deinen ganzen Kaktusturm. Das ist ein geiles Game. Und dann spreng ich deinen. Ey, das ist auch mein Lieblingsspieler, Alter. Ich meine das ernst. Ich meine das ernst. Das ist mein absolutes Spiel. Revi, jetzt sei jetzt ehrlich, Revi, du hast diese Wild. Nein. Ich hab mich so darüber gefreut. Du hast diese wild rumlaufenden Straßenkatzen, hast du bei dir ins Haus genommen? Das kann nicht dein Ernst sein.
Sie ist nicht tot. Die sind die ganze Nacht an meinem Haus am Miauen und machen so eine Randale und ich scheuch die schon weg. Und du holst dir die in die Bude, das kann doch nicht wahr sein. Also, ja, weil ich. Ja, da kann ich absolut verstehen, dass Max sie tötet, ey. G-Time da vorne, den Baum lässt du jetzt. Ey, Kevin! Wir sind keine Nachbarn, Revi. Ich hab kein Haus. Kein Nachbar, kein Haus, keine Nachbarn, sag ich immer. Dein Grundstück, Revi, ist hier nicht. Das ist von Reeved und mir. Checkst du es eigentlich, Mann? Nein. Digga. Junge, wir wollen aber auch zusammen gut hier das Holz, ne? Nein. Sag ich mal. Alter, Digga. Das Grundstück akzeptiere ich hier nicht. Das hier stand vorher mein Schild. Ey, Junge, ich finde das so affig, Mann. Ich hab wirklich keinen Bock mehr darauf. Und Reeved hat gefragt, ob sie hier bauen darf. Und ich habe ihr gesagt, ja, und jetzt ist sie weggezogen. Jetzt ist das wieder mein Grundstück. Nein, sie hat nicht gesagt, dass du da bauen darfst. What the fuck? Nein, sie hat gefragt, ob sie da bauen darf. Und ich habe gesagt, ja. Das ist sogar meine Farm da vorne. Das ist sogar meine Kartoffelfarm, du Affe. Ja, dann hast du die auf meinem Grundstück gebaut, ohne mich zu fragen. Das Grundstück von Reeved, und wir teilen uns das. Nein, da stand mein Schild. Baby, du bist im Unrecht, akzeptiere es. Digga, ich spreng gleich Cheetah ins Haus, ist mir egal. Dann beende ich CraftTech für dieses Jahr. Du sprengst immer alles. Baby, doch. Ich bin hier der Bau... Ich hab Cheetah privat geschrieben, er soll es in Ruhe lassen. Ich bin hier der Baugrundbeauftragte. Und du bist ein Scheiß-Typ. Du bist ein Typ, der 150 Kilo wiegt, Robin. What the fuck? Ja, und nächstes Mal in der Gamescom wirst du das zu spüren kriegen, weil ich mich auf dich draufsetze, Revi. Ja, und dann geil, kannst du schreien. Ich will einfach... Suffocaten unter dir. Suffocaten. So, und du verschwindest jetzt hier von meinem Baugrund. Weil du nicht aussprichst. Also ja, jedes zweite Wort von dir ist einfach falsch. Also, und ja. Irgendwann reicht es dann halt mal. Also eine Bambusfarm an sich ist ja erstmal ein langer Gang. Ne? Oder so. Ja, das ist das Ding. Wie lange kann man das... Naja, du kannst ja beliebig viele daneben packen, ne? Nebeneinander davon machen, von dieser Reihe, das war so witzig. Eine Bambuswand machen wir. Macht das Sinn? Ja, das machen wir. Wand kann ich dir aufgeben. Warte, wir machen eine gigantische Bambuswand. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Gamers VOD-Time-Kanal. Dort kriegt ihr jeden Tag die ungeschnittenen Craft Attack-Livestreams zu sehen. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Action, der Livestream ist momentan 24/7 quasi am Laufen, weil wir haben ja den großen Open-End-Livestream am Laufen. Deswegen www.twitch.tv/gtimetv, wenn ihr nicht genug kriegt. Schaut gern vorbei. Bis dann.